Cheers for that, Meg. Ist cool, dass er sich dafür bedankt. Und wieder noch was Neues. Wow, so Megara herself got you last time. That must have been intense. She's fast and strong and beautiful and anyway. Finde ich cool, dass sie da immer drauf eingehen. Also sie geht immer auf meinen letzten Tod ein. Er hat auch wieder was Neues, okay. But this place is falling apart. Nobody works an honest day down here. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretched dead yet honor me as lord. I cannot. Ich glaube, er mag mich nicht. So, renovieren. Ja, die Sachen haben wir immer noch nicht. Ach so, warte mal, das können wir immer noch. Ach, das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht, ich Idiot. Ups. Work authorized. A fountain chamber in the depths of Tartarus sounds like an excellent idea. Und jetzt haben wir auch neue Sachen freigeschaltet. Können Infernal Truhen, das hatten wir letztes Mal. Unterwelt, Renovierung tauscht Andenken zwischen Unterweltregionen aus. Stehe noch nicht so ganz. Sonderobjekt, sorge dafür, dass die Prophezeiung der Schicksalsgöttin eintreten und lass dich dafür belohnen. Unterweltrenovierung, Kammern können Urnen mit 5 Münzen, sage ich jetzt einfach mal, enthalten. Und das Ding haben wir. Ja, alles klar. Okay, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz noch nach Upgrades. Ich frage mich, wo Nix denn ist. Oh, Nix ist weg. Interesting. Ich werde mich da jetzt einfach mal dran probieren, dadurch das Level zu kommen. Und ich hole euch dann einfach gleich wieder, sobald ich Megara wieder besiegt habe und wir wieder im zweiten Level sind. Ich denke, das werde ich jetzt generell so handhaben. Außer es passiert irgendwas Besonderes, dann hole ich euch natürlich wieder zurück. Ich lasse die Aufnahme soweit laufen. Aber es macht jetzt nicht so mal Sinn, dass wir das so wie in der letzten Folge nochmal machen. Dass ich mich da jetzt nochmal durchquelle und dann wieder verkacke und wir jetzt irgendwie 5 Folgen haben, wo ich immer in Level 1 unterwegs bin. Todesverachtung. Du erlangst 50% Leben zurück, anstatt zu sterben. Ach, das war das, genau. Du erlangst einen kleinen Teil deiner Gesundheit zurück, wenn du die Kammer verlässt. Ich würde sagen, das pushen wir weiter. Oh, Max ist das schon. Okay, mein Plan geht nicht auf, das erstmal auf 10 oder so zu bringen. Aber zumindest haben wir jetzt 3. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir ein bisschen mehr Angriff und Spezialität Bonusschaden, wenn du Gegner hinterrücks triffst. 10% pro Rang. Vielleicht ist Rang 3 immer das höchste. Aber dann mache ich zumindest mehr Schaden. Ja, okay. Dann würde ich sagen, sind wir soweit ready. Was ist eigentlich das oberste? Kann ich da irgendwie hin? Das, also unten rechts haben wir unsere Währung. Die Schlüssel und das lila Gedingse. Und da haben wir auch für Megara diesen Boss-Bonus. Kann ich den hier irgendwo ausgeben? Habe ich das vielleicht irgendwo verpasst? Ausruhen? Nee, das macht er eh nicht. Hier gibt es nicht nochmal mehr, ne? Hier gibt es das nur für 5 Schlüssel. Ja, also wenn das geht, dann habe ich es noch nicht gefunden. Mal schauen, ob wir da noch was finden. Ich werde mich jetzt aber trotzdem weiterhin mit dem Speer mal daran versuchen, hier durchzukommen. Okay, Leute, ich hole dich jetzt doch nochmal wieder zurück. Ich komme bisher ganz gut durch, habe noch 100 Leben. Ist immer noch der erste Versuch. Ich habe momentan Multispieß, das ist, wenn ich das Ding werfe, dann reflektiert das so ein bisschen und bounce hin und her, so eine Art Kettenblitz. Und diesen Phalanx-Schuss, der ist sogar heroisch. Ich hatte vorher so ein das Ding, was wir letzte Folge schon hatten, mit diesem Nebel und das Stunt. Und jetzt habe ich das hier bekommen, Phalanx-Schuss, das hat das ersetzt. Ist dafür aber so ein heroisches Ding. Dein Wurf verletzt Gegner auf kleinen Raum und kann ablenken. Das habe ich erstmal so als Text gar nicht verstanden. Ich habe es genommen, weil es heroisch war. Aber es sieht so aus. Also es ist so eine Art Projektil. Zersplittert dann irgendwo und macht dann recht viel Schaden und kann auch noch so Gegner halt ablenken bzw. reflektieren. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier und habe jetzt hier nochmal so eine Auswahl. Das weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Kommt mir aber bekannt vor. Und hier, da haben wir diese bunten Steine, die wir zum Ausbauen brauchen. Ich würde das jetzt einfach mal nehmen. Ich glaube, für den Run würde das mir mehr bringen. Aber ich habe mal Bock, das hier zu machen. Das mache ich jetzt einfach mit euch. Ich glaube, weit geht es sowieso nicht mehr bis Megara. Da könnte ich euch einfach auch mitnehmen. Ja, top. Warum seid ihr wieder da? Oh ne, ich habe gar keinen Schaden bekommen. Hä, wo ist mein Ding? Ach so, ich muss sie töten. Ich Idiot.
Hab ich vergessen. Normalerweise sterben die eh. Ja, guck mal, der hat das jetzt nicht. Jetzt hat er das. Keine Ahnung, ob der das irgendwie so aufsammelt oder so. Was ist das da? Achso, das war eine Falle. Es ist halt so stark, dieser Wurf. Ah, Mist. Ah, ich krieg viel Schaden. Jetzt kommt da noch hinten noch irgendwo eine Hexe. Machen wir so und dann ist er auch weg. Gemstones. Die behalte ich, ja. Das ist das erste Mal, dass wir die jetzt bekommen haben. Ich denke mal, es dauert es nämlich nicht mehr lange bis Megara. Vielleicht der letzte Raum. Ich habe leider wieder Schaden bekommen. Aber hier war dieser Wurfspeer Gold wert, muss ich sagen. Göttlicher Spurt, greller Blitz, heiliger Schild. Nachdem du verletzt wirst, kannst du Gegner um dich herum verletzen in kurze Zeit. Also ablenken. Deine Angriffe, die ablenken können, lassen Gegner auch schutzlos. Bonus Tückenschaden. Oh, interessant. Dein Spurt fügt Schaden zu und kann ablenken. Ich glaube, ich finde das hier ganz geil. Aber ich habe nur 63 Leben. Ich habe ein bisschen was. Ich könnte jetzt entweder zum Händler nochmal gehen. Mich vielleicht nochmal voll machen oder so. Oder ich gehe einfach weiter. Tue mir noch ein Power-Up. Ich will das Power-Up. Oh. Nur das Power-Up, okay. Delicious. Der Phalanx-Schuss, Level 1 zu Level 2, dein Wurf verletzt Gegner auf kleinem Raum. Also der, den wir eh schon richtig, der eh schon richtig stark ist, nochmal stärker. Da würde ich das sogar nehmen. Dann gehen wir voll auf den Wurf. Ich will mal hoffen, dass der Boss das nicht nehmen kann. Betrachten. Cool. Und jetzt kommt der Boss. Okay, da wünsche ich mir nochmal Glück. Ich werde gleich nochmal meine Schnauze halten, weil ich mich konzentrieren möchte. We meet again. And there you are. I'm sure he'd welcome. I have no envy for your father's position. No. Ich hab's wieder verkackt. Leider wirkt der Wurfschaden hier nicht so gut wie bei den normalen Mobs, muss man wirklich sagen. Ich frag mich echt, ob ich mehr mit dem Bogen spielen sollte. Oder ob man mal zurück zum Schwert gehen sollte. Ja, ist immer schön. Der hat aber nichts Neues, ne? Sonst würde der so ein Zeichen, oder? Vielleicht doch. Welcome home, boy. You're late for dinner. Or breakfast or
what about blasted meals next? That's all right, Father. I'm not feeling very hungry at the moment. I've asked repeatedly for the construction of a sundial, but every time they tell me no, can you believe it? Okay. What's that there? Something from the Fates. So, jetzt können wir hier was kaufen. Tauscht Andenken zwischen Unterweltregionen aus. Also ich würde jetzt sagen, das ist bestimmt sowas. Das sind dann wahrscheinlich diese Skillpunkte. Ich wusste noch nicht, dass sie in anderen Unterweltregionen dann nicht da sind, aber irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe das noch nicht, trotzdem noch nicht so ganz. Ich habe eine Ahnung. Unterweltrenovierung kann man können Infernal Truhen enthalten. Ich würde sagen, das ist einfach was Gutes. Deswegen kaufen uns das. Oh, Nix ist wieder da. Darkness guide you, child. You have outgrown this house. Of that I am now certain. Should you return again here, I shall keep you safe. Okay. I won't forget you, Nix, I swear it. Ist nett. Huch, was ist das denn hier? Wie cool. Der sieht ja lustig aus. Greetings, Broker. Oh, wir können auch für 10 Dinger so einen Schlüssel kaufen. Oder für einen. Ah, warte mal, Nektar können wir kaufen. Zu verschenken an Freunde oder für Tauschgeschäfte. Aha, und ein Nektar. 50 Finsternis. Aber da ist so eine Uhr dran. Er befristet sein Angebot. Der elende Trödler hat bei deinem Fluchtversuch irgendwas Besonderes im Angebot. Okay. Das können wir, das ist halt so immer nur so ein Zurzeit-Angebot-Ding. Huch, wer bist du denn? Der pflichtbewusste Gorgone. Also Medusa nur als Dusa. Keine Ahnung, was mit ihr los? Warum bist du nur ein Kopf? I just wanted to say the lounge looks wonderful, as good as new. Better. I hope it's not been too much trouble patching up. I have to clean the rafters. Thanks for all your hard work. Ja, alles klar. Ciao. Greetings, Chef. Hallo. Der Küchenchef. Die sind süß. Okay, hier geht's nicht weiter. Das sieht so ein bisschen danach aus. Und du? Ah, nee, der geht auch weg. Okay, wir haben hier sozusagen. Hier geht's hier auch noch weiter? Nee, einfach eine Bar mit einem Händler auf jeden Fall. Mehr ist hier aber nicht. Der Händler ist hier aber auf jeden Fall cool. Da können wir auf jeden Fall diese Edelsteine besser verwerten als in Deko. A commemorative board adorns one of the stoic walls within the lounging area, celebrating and proclaiming the accomplishments of those who serve law. Won't ever see my face up on that wall, I guess. Sicher? Wer weiß. Vielleicht kommen wir nochmal so weit. Okay, jetzt nochmal ein Power-Up und dann versuche ich es nochmal. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Das sollte ich mal mittlerweile nehmen. Oh, das nächste kostet 500. Okay, aber da habe ich zumindest einen Respawn. Das hätte ich mal die ganze Zeit machen sollen. Irgendwie habe ich da noch nicht so wirklich dran gedacht. So, aber das Speer sehe ich noch nicht. Will ich mal das Schild ausprobieren? Ja, komm, zumindest mal ausprobieren, ne? So, X für einen Schlag. Okay, das ist gar nicht meins. Das ist nämlich ein Schlag, der keine Combo ist. Und keinen Combo-Schlag finde ich immer erstmal komisch. Zum Verteidigen. Was? Für Stiel. Achso, so. Verteidige ich und dann kann ich noch so mit Dodge angreifen. Dann ein Wurf. Ja, das habe ich mir schon was gedacht. Das ist richtig Captain America-Style. Hier einfach so werfen und das Schild wiederbekommen. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Ah, okay. Ja, weiß ich noch nicht. Überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz. Ich musste mal zum Schwert zurück. Stygius, Blade of the Underworld. I need your strength. Wenn du hältst du plus 20%. Also damit können wir besser farmen, diese lilanen Kram halt, ne? Das fühlt sich zumindest meiner Wahrnehmung richtig gut an. Das Schwert. Also besser als auf jeden Fall der Speer. Der Speer hat halt eine größere Reichweite, das muss man sagen, ne?
Das Schwert hat keine Reichweite. Aber es fühlt sich trotzdem richtig gut an. Wenn es nochmal so Doppeldolche oder sowas geben sollte. Hä? Ausrüsten? Achso, der meint den Bogen. Wenn es hier oder so nochmal so Dolche geben würde, die richtig schnell sind, die würde ich wahrscheinlich nochmal eher sehen. Ey, guck mal, hier ist das Ding. I'll have to come back later. Oh, stimmt. Andenken. Gibt jemanden dieses dieses goldene Kram, diesen Harz oder den Honig, glaube ich, war das, ne? Den Honig müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Run mitnehmen, wenn ich den kriegen kann. Ich probiere mal mein Glück. Must be the fountain chamber I commissioned back at home. Das ist auch neu. Dieser Raum generell und das Zeichen hier. It's Uncle Number Two. It's got to be. Then, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. Das ist Onkel Nummer 2. Okay. Hoi there, little Hades. You recognize your uncle, do you not? We've a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Nice, dankeschön. Okay, das sind neue Fähigkeiten. Stimmischer Tau, Tusch. Deine Spezialität fügt mehr Schaden zu Schussgegner weg. Das ist cool. Ja, das ist sogar sehr cool. Flutschuss. Dein Wurf verletzt Gegner in einem Bereich und stößt sie weg. Ja, okay, Wurf setze ich jetzt hier wieder weniger ein mit ihm. Aber, ja, ich weiß noch nicht, ob das mir den Wurf irgendwie ein bisschen geiler macht. Meeresrüchte. Alle Kammerbelohnungen in Form von dit sind mehr wert. Wow, cool. Das könnte gar nicht mal so schlecht werden. Vor allem, weil ich glaube, dass der Run nix wird. Ich habe schon zu viel Schaden bekommen mittlerweile. Könnte das gar nicht mal so schlecht sein, wenn ich das noch ein bisschen erfarme. Tja. Oder ich mache jetzt nochmal ernst. Nö, ich glaube, ich nehme das sogar. Weil ich, wie gesagt, ich habe nur Hälfte Leben. Ich versuche jetzt noch ein bisschen zu erfarmen, solange ich lebe. Oh, nice. Wie cool. Gut, dass ich nachgeguckt habe, was das ist. Da gehen wir hin. Wieder was Neues. Ich habe mittlerweile 25 Leben nochmal dazu bekommen. Mittlerweile sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Eigentlich wollten wir Sachen erfahren, aber das hier ist halt neu. Das sollten wir mitnehmen. So viele neue Sachen im ersten Level. Das habe ich gar nicht erwartet. Bist du denn? Hey, Prinzett. Must look like I'm slacking off with the old boulder here, but I was just getting back on my feet. The Fury sisters don't often leave me be. Where'd they go, anyway? And, what are you doing here? Ich will hier rauskommen aus der Scheiße. Oh, you know, just out on a little stroll is all. Do me a favor, though. You see the Fury sisters, let them know I was headed down the way I came from, will you? Also diese Rinien, das war dieses Mädel mit diesem Bogen auf jeden Fall. Oder glaube ich das zumindest. Oh, I'll let them know, all right. I hear you loud and clear, Your Highness. I'll just go about my business now and you take care. Was mich nur verwirrt ist, der spricht da irgendwie so vom Plural, als wären das mehrere. Vielleicht hieß sie so ähnlich und das sind einfach generell die Götter oder so. Bietet heimlich verschiedene Leistungen an. Ein bisschen Heilung, ein bisschen Finsternis, ein bisschen Charons Obolus. Ja, ein bisschen Heilung. Ich weiß nicht genau. Wir haben 62 von 75. 13 Heilung. Ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich will die Finsternis haben. 61. Nice. Ich hoffe, dass da war ein Boni auch bestimmt mit drin. Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, das war's. Aber ich hab's drauf ankommen lassen. Ich hab im vorletzten Raum nochmal bei Charon hätte ich nochmal mich voll heilen können. Aber ich glaube, selbst die 25 Leben mehr hätten es nicht mehr gerissen. How's your endless toil treating you? Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades, like you were supposed? Oh, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Good. Then,
Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. An die Arbeit, genau. Ey, lach mich nicht aus. Ich bin nicht so gut, ich weiß. What did I tell you, boy? Ever wasteful of your time and mine. How fit? I don't know how you can stand it. Well, at least some things are running smoothly still. Next you go to die again, do give the tortured souls out there my warm regards. Mach ich. Werde bestimmt noch einige Mal draußen sein, aber aufgeben tue ich nicht. Nee, hier könnte ich das machen, das will ich aber nicht. Please leave me to my current task at hand. Alles klar. Und du? What's for sale? Ich könnte mir hier jetzt... Warte mal, ich könnte mir 3 Schlüssel kaufen. 25, das mache ich. Und das hier mache ich auch. Und hier könnten wir uns Nektar für 5 Schlüssel kaufen. Will ich das? Wir haben 10 Schlüssel gerade, ne? Ja, komm. Genau, klar, warum nicht. Mal gucken, ob wir irgendwie diesen... Schenken, guck mal. Nee, RT muss ich drücken. Bitteschön. You've done so much for me. I thought you might like this. You know your father does not like it when nectar is doled out on the premises, dear child. However, I am not he, and I wished regardless to provide you a token of my affection. Yay, neues Andenken, schwarzer Umhang. Okay, wir haben ein Andenken, das finde ich sehr interessant. Vielleicht hilft mir das jetzt weiter. Aber bevor wir da weitergehen, hier noch eben ein bisschen was ausgeben. Ah, wir können es hier auf jeden Fall, die Schattengestalt können wir einiges höher machen. Das heißt, das von hinten angreifen wird immer wichtiger für mich. Momentan ist es immer noch so eine Sache, ja, wenn es passiert, ist cool. Eine andere Waffe? Oh. Das sieht aus wie eine Kralle. Das könnte vielleicht so eine Art Dolch sein. Das sieht nach einer schnellen Waffe aus. Dafür brauche ich noch 3 Schlüssel mehr. Gucken, ob ich die bekomme. Und was ist das? Okay, wir haben einen schwarzen Umhang bekommen. Du fügst 10% Schaden zu, wenn du unverletzte Gegner triffst. Bonusschaden wird auch hinzugerechnet, wenn Gegner hinterrücks getroffen werden. Rang 1. Bestehe hier mit 25 Scharmützel, um den nächsthöheren Rang frei zu erhalten. Oh, wie cool. Okay, und es gibt richtig viele. Also das hier ist ja jetzt wirklich so ein Eintrittsdamage. Ne? Also wenn wir den Kampf betreten, das ist eigentlich sozusagen bei jedem Gegner einmal der Fall. Dadurch ist es ziemlich effektiv, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie freischalten können. Halt diese 3 Schlüssel, die werde ich ja wohl noch finden im nächsten Run. Ready. Oh, it's her. It must be a mess. Let's see here. Hi there. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Why, hello, hello there, little godling. I have to say, you're quite the specimen, and so I've decided I shall aid you for the moment. Die Göttin der Liebe. Aphrodite. Cool, das ist unser erstes Power-Up hier direkt. Neue Göttin. Mal gucken, was sie dann so hat. Herzschmerz-Tusch. Deine Spezialität fügt mehr Schaden zu, macht Gegner schwach. Schwach dann heißt, das Opfer fügt mindestens 4 Sekunden lang mindestens 30% weniger Schaden zu. Mindestens 30%, okay, interessant. Verknallschuss. Dein Wurf streut über kurze Distanz und macht Gegner schwach. Und Feuerspurt. Dein Spurt am Anfang, am Ausgangspunkt Schaden... Mein Gott, ich kann nicht lesen. Dein Spurt fügt am Ausgangspunkt Schaden zu des Typs Schwachen zu. Okay. Dass sie weniger Schaden machen. Da würde ich aber eher Spezialität sagen. Das setze ich am häufigsten dann nochmal ein. Und dann sind die... Und der Spezialitätsschaden macht 100 plus 160%. Ist nicht schlecht. Interested in the power to break hearts? Sure, I don't see why not. Okay, Leute. Ich bin jetzt kurz vorm Boss. Ich habe noch mein extra Leben. 79 Leben gerade. Weil ich mir jetzt nochmal hier ein bisschen was gekauft habe. Hab so ein paar Skills, die okay sein könnten. Ja, hier einmal und den Donnerspurt.
Mal gucken, ob ich die schaffen kann. Was wir jetzt aber noch machen können. Ich habe einmal Nektar bekommen während des Runs. Den würde ich jetzt gerne Charon geben. Ich hatte den übrigens auch schon den ganzen Göttern vorher geben können. Aber da war ich mir nicht so ganz sicher. Hier denke ich jetzt aber gerade so, ja, vielleicht ihn jetzt geben. Vielleicht werden die Sachen günstiger. Hätte ich das dann sogar im Vorfeld machen sollen, bevor ich mir was gekauft habe. Aber lass mal machen. Oder wir kriegen einfach ein Andenken von ihm. Wait, you don't have to give me something in return. It was a gift. Though you're insisting. I don't know what to say, mate. Okay, wir haben irgendwas bekommen. Das müssen wir uns mal anschauen, wenn ich sterbe. Was bestimmt gleich sein wird. Mal gucken. I'm back, Meg. Oh, there you are. Just as I was beginning to think it's been too long since last I killed you, Zag. Admit it, Meg. You can't stop thinking about me. Don't flatter yourself. I think of you in pain. And now there's no more need for the imagining. Right there. Holy shit. Holy shit. Alter, das war kein... kein schöner Kill. Sie ist übrigens Urine. Aber wofür? Ja, das ist eine gute Frage. Das wäre nicht schlecht. Alter, wie oft wir sie noch töten müssen, ne? Also wenn ich wirklich irgendwann im letzten Level ankomme, aber sie halt immer wieder besiegen muss, irgendwann werde ich bestimmt so stark sein, dass sie kein Problem mehr ist. Aber momentan, ich finde die immer noch irre stark. Immer diese kleinen Ads dazwischen, die waren jetzt nicht so ein Problem. Ich habe halt diesen Spezialangriff, der recht stark ist. Aber ich finde die irre stark. Keine Ahnung. Ich bin ja auch nicht so unbedingt der allerbeste Spieler, muss man dazu sagen. Aber wir haben es geschafft. Achso, hier kann man nochmal... Nee, gesperrt. Runden nutzen. Achso, hier. Verkaufen, einkaufen. Ah, das konnte man. Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Wir waren hier erst einmal. Ich habe keine Ahnung mehr, dass es sowas gab.
Wir könnten jetzt ein paar Sachen verkaufen, die nicht so cool waren. Heiliger Schild hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, der hat mir auch ein bisschen dein Leben gesaved. Dein Angriff ist kraftvoller, kritischen Schaden und schwach hinzufügen. Macht weniger Schaden. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich aufgefallen. Ich glaube, das hier will ich... Obwohl der Spezialitätsschaden ist dann höher. Das war gut. Hier kann ich Leben wieder kaufen. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Mehr Münzen haben wir gar nicht. Ich habe echt wenig Münzen, ne? Passiv. Fallen fügen Gegnern Schaden zu, ne? Machen die das generell eigentlich schon? Weil es gibt ja Fallen, aber ich habe das Gefühl, die machen den Gegnern gar keinen Schaden. Das Einzige, was ich bemerkt habe, sind die Bomben. Wenn die ich die trigger und die explodieren, dann machen die auf den Gegner 500 Schaden. Was natürlich richtig viel ist. Was ist das hier? Alles klar. Okay, ja, da würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Of course.